Vom ersten Mäher von Hermanus Fischer bis zum heutigen Hochleistungsmähwerk Extra 690 TBX war es ein weiter Weg. Ein ganzes Jahrhundert liegt zwischen der Firmengründung und dem aktuellen Topmodell aus dem Hause Wicon. 1966 wird der Grundstein für das spätere Kerngeschäft des Unternehmens gelegt. Die Söhne von Hermanus Fischer entwickeln den ersten LFE-Scheibenmäher. Der hat 6 große Mähscheiben mit je 3 Messern. Ein Novum mit enormer Flächenleistung, die frühere Mähwerke in den Schatten stellt. Immerhin steigerte diese Technik die Mähleistung um das 20-fache innerhalb der nächsten 40 Jahre. 1974 steht bei Wicon die nächste Innovation an. Das bewährte Scheibenmähwerk wird mit Aufbereiter vorgestellt. Zunächst ist das neue Mähwerk als Anbau zu erhalten. Später, 1979, kann es auch als gezogene Variante erworben werden. Der Vorteil dieser technischen Neuerung: Die Silage welkt schneller ab, das Heu trocknet schneller und so kann beides mit höherem Futterwert eingefahren werden. 1976 führt Wicon dreieckige Mähscheiben in Wicon-Scheibenmähern ein. Sie sind ab nun das Markenzeichen aller Wicon-Mähwerke. Wir hatten einen sehr findigen Chefkonstrukteur, Hermann Fissers, und der hat die Mähwerke in Australien getestet, damals noch mit runden Scheiben, und er war überhaupt nicht zufrieden mit der Mähqualität. Und dann hat er eben gemerkt, wenn er die Kanten von dem Kreis abschneidet und eine dreieckige Form wählt, dass er die Scheiben näher aneinander setzen kann. Und das war sehr positiv fürs Mähbild, weil der Überschnitt dadurch größer ist. Und das war die Geburt der dreieckigen Scheiben. 1998. Die norwegische Kverneland Group übernimmt Wicon. Der Vertrieb der Wicon-Mähwerke wird weltweit verstärkt. Die Mähwerkstechnik mit hohem Aufwand vorangetrieben. 2006 leitet Wicon einen Generationswechsel ein. Die Extra-Baureihe wird eingeführt. Diese Mähwerke zeichnen sich vor allem durch ihren neuen Mähbalken aus, der rundum geschweißt und besonders flach gebaut ist. So kann das Futter auch unter schwierigen Erntebedingungen ungehindert darüber fließen. Wir verwenden bestimmte Zahnräder, die speziell geschliffen sind, und somit läuft der Mähbalken an sich deutlich laufruhiger. Er macht weniger Krach, ganz einfach. Und wir haben noch in der Aufhängung deutliche Dinge geändert, eine Mittenaufhängung dazugefügt, damit man einfach auch an großen Schleppern schneller fahren kann. 2011. Die Wicon-Scheibenmähwerke werden heute weltweit vertrieben und überall mit 3 Klingen. Das bislang jüngste Kind im Hause ist das Großflächenmähwerk Extra 690T, der Urenkel der revolutionären LFE-Mähwerke von Wicon.